So Leute, wir sind endlich im Hotelzimmer angekommen nach ewiger Bussuche und Busfahrt und Taxifahrt. Aber voll süß das Hotel. Ich muss euch nachher noch den Eingangsbereich zeigen. Jetzt erstmal das Zimmer zeige ich euch. So, das ist der Eingangsbereich. Und hier ist dann gleich das Bad. Voll cool, ist voll riesig. Und dann geht es hier weiter. Dann haben wir hier unseren süßen kleinen Kleiderschrank mit Bügeleisen und Bügelbrett. Werde ich zwar nicht brauchen, aber egal. Und unser wunderschönes Bett. Ja, ihr seht, das Hotel ist ein bisschen auf kitschig alt gemacht. Gefällt mir aber total gut, muss ich sagen. Finde ich sehr schön. Fernseher ist auch da. Wir haben ein kleines Fenster. Sheldon Park Hotel. Kann man lassen. Ich habe mich gerade aufs Bett fallen lassen und das ist voll harsch. Das ist voll das Brettbett. Guck dir das mal an. Voll hart. Doing. Das ist hart. Mag ich nicht. Wir haben uns jetzt noch ein bisschen frisch gemacht. Ich bin schnell unter die Dusche gehüpft, weil meine Haare total eklig waren. Und es hat einfach unheimlich gut getan, sich den ganzen Flugzeugdreck wegzuspülen. Ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Viel zu sehen gibt es nicht, weil wir gehen jetzt noch essen. Wir haben Hunger, wie blöd. Wir waren fast 12 Stunden unterwegs, glaube ich. Also wir haben jetzt echt Essen nötig. Wir haben jetzt einen Diner gefunden und haben schon unsere Burger bestellt und hier sieht es super cool aus. Bevor wir im Diner Abendessen waren, also Burger essen waren, waren wir noch schnell im Lidl. Der hat hier in Dublin bis 22 Uhr offen. Finde ich normalerweise nicht so toll, aber für uns war es jetzt natürlich super. Da haben wir erstmal so eine coole Stofftüte bekommen, anstatt einer Plastiktüte. Und da haben wir uns einfach nur ein paar Kleinigkeiten gekauft für unterwegs. So Reiswaffeln, Müsli-Riegel. Solche ekligen Schokokroissants. Und mein Freund hat sich noch ein Studentenfutter mitgenommen. Und Rasierer und Rasierschaum, weil wir das ja nicht mit im Handgepäck im Flieger haben durften. Ja, und wir machen es uns jetzt schon gemütlich, weil wir sind jetzt gleich nach dem Essen wieder zurück ins Hotel. Wir sind einfach hundemüde von der Reise und ja, erstmal schlafen und morgen geht's dann los mit Dublin erkunden.